Auch ich mache das nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Ich muss jetzt da Kohle verdienen, César. Auch mit YouTube und so, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn ich einige Videos mit Werbung habe, ja. Aber ich bin jetzt kein Pete's Meat, ich bin kein Sarrazin, ich bin keine Currywurst, ich bin kein Gronkh, ich bin kein Schlag mich tot. Ja, ich verdiene damit jetzt keine Hunderte an Millionen. Ich bin jetzt ganz offen, mal ganz ehrlich, das, was ich jetzt mit den Videos, die ich jetzt mit Werbung geschaltet habe, zusammenbekommen habe, das sind gerade mal 3 Euro. Und man muss 70 haben, um das Geld zu bekommen. Toll, super. Nein, aber es geht halt darum, zum Beispiel auch das Thema mit den Zuschauerzahlen oder mit den Abonnenten. Ich würde mich sogar freuen, wenn ich 200 habe, 300 habe. Wir haben jetzt 200 Soll erreicht. Ich würde mich über 300 freuen. Es gibt ja viele, wie gesagt, die sagen bei 1000 Abonnenten, sagen sie, ey geil, ich freue mich über 1000 Abonnenten. Und ab 10.000 ist nur noch Statistik. Es gibt wirklich so Leute, die sagen, ja, ey, 1000 Abonnenten, juhu, ab 10.000 ist nur noch Statistik. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich freue mich über jeden Einzelnen, das sage ich auch immer wieder in den Videos, auch bei YouTube. Und auch hier in der Let's Play Live Show, ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist, der wirklich fasziniert zusieht, der das interessant findet. Es gibt natürlich viele Hater, das gibt's. Es gibt auch bei mir auf YouTube, auf den Videos, die immer wieder den Daumen runter zeigen. Das ist einfach ein Verlangen, ich muss jetzt Daumen runter drücken, dann soll das machen. Mich stört das nicht. Ja. Aber es ist einfach, mir macht's Fun, mir macht's. Oh, ein Swimmingpool. Mir macht's Laune. Es macht jede Menge Spaß. Ich hoffe, euch natürlich auch. Und deswegen werde ich das auch. Ja, darfst gerne mich unterbrechen. Was denn? Also ich bin über Vorschläge immer wieder. Mehr Outtakes, ja, klar. 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 Es werden definitiv nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder mehr Outtakes kommen. Also auch mit Let's Play. Also nächstes Jahr steht auf jeden Fall. Ich kann ja jetzt schon mal ankündigen, was nächstes Jahr für Let's Plays anstehen. Also es ist jetzt schon. Ja, eine große Planung steht an. Das wäre zum Beispiel Infamous. First Light steht als Let's Play an. Weil es kommt ja nächstes Jahr im Januar als kostenlosen Plus-Titel. Das wird als Let's Play erscheinen. Habe ich mir schon fest vorgenommen. Dying Light wird im Stream erscheinen. Das werde ich im Stream zeigen, Dying Light. Da werde ich wahrscheinlich auch Multiplayer spielen. Wer da gerne Lust hat, gerne, gerne. Das finde ich ja so faszinierend bei mir. Ich meine, bei vielen Let's Player. Gronkh hat ja jetzt momentan erstmal angefangen mit Streamen. Man merkt es auch, er hat auch voll Spaß dran, zum Beispiel, wenn ich jetzt Gronkh als Beispiel nehme. Ich finde aber viele Let's Player, ich möchte jetzt keine Namen nennen, vernachlässigen ein bisschen die Community. So was das Zusammenspielen zum Beispiel angeht. Und die haben sich auch in der Zeit, wo sie dabei sind, verschlechtert. Jetzt kommen bestimmt viele sagen jetzt, ey, du lehnst dich aber ganz schön weit aus dem Fenster, dass du so ein kleiner Furz bist. Nein, es ist aber. Es haben sich viele Let's Player doch ganz, nicht zum Negativen, aber ganz schön verändert. Wenn ich das mal so sagen darf. Und ich finde, bei mir wird es, glaube ich. Gut, da greife ich jetzt ganz schön weit vor, wenn es mal so sein sollte, dass ich mal größer werde. Aber ich glaube, ich werde immer community-nah bleiben. Das heißt zum Beispiel jetzt hier GTA. Mich würde das jetzt nicht stören, wenn ich jetzt hier irgendwelche fremden, x-beliebigen Leute bei GTA einlade und spiele mit denen zusammen. Dann ist es so. Ne? Gut, Let's Play ist wieder so eine andere Sache. Ja, bei Let's Play braucht man natürlich wirklich Leute, denen auch mal sagen kannst, hör mal, jetzt machen wir mal das und das und das. Ja, aber so Stream und so, das ist schon sehr community-nah. Und das finde ich, habe ich eigentlich momentan auch wieder relativ gut im Griff. Und da soll auch ja, wie gesagt, auch die Let's Play Live Show hin. Ich finde auch persönlich, also meine Meinung ist das, jeder hat natürlich seine eigene Meinung, das akzeptiere ich auch. Meine Meinung ist zum Beispiel, dass LPT, ja, Let's Play Together, hier My Video, in Anführungsstrichen, ist ja wieder Schleichwerbung, mit Gronkh und Sarrazin sehr kommerziell ist, finde ich. Ja. Das geht schon sehr die Richtung, sehr gezwungen zu sein, finde ich persönlich. Und deswegen habe ich habe jetzt letztens beim Video von Sarasa, was Gronkh, weiß gar nicht,
hat einer gesagt, dass LPT anders wird. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wahrscheinlich wieder Community-Richtung. Aber trotzdem, also wie gesagt, ich habe so ein bisschen so den Drang, dieses Zusammenspielen, dieses gemeinsame, ja, das macht einfach Fun und das sollte auch beibehalten werden. Na, jetzt zum Beispiel diesen Spaß hier bei GTA zu haben, das ist einfach so. Es gibt, wie gesagt, so Let's Player, die haben einfach so ihre Leute, die spielen sie mit zusammen und fertig. So. Fremde, scheißegal, brauche ich nicht. Ja, ich meine, ich brauche jetzt da keinen 12-Jährigen, 13-Jährigen da, das ist natürlich klar. Es muss schon eine gewisse Gleichheit existieren. Ja, jetzt werden bestimmt wieder viele sagen, der Opa erzählt, wie es früher mal war, ja. Nein, aber ich finde, Community sollte schon... Boah, Alter, mal voll überfahren, den Kerl. Nein, ich finde aber, wie gesagt, also dieses Zusammenspielen sollte schon echt beibehalten werden, auch hier Let's Play Live Show mäßig. Das wird auch immer weiter Community bleiben. Ich hoffe, dass irgendwann, ich weiß ja nicht, in welche Richtung wir nächstes Jahr gehen werden mit der Let's Play Live Show. Also erstmal wird wahrscheinlich das wieder so sein, also wird wieder so werden. Also zwischen 20 und 22 Uhr wird es wieder so neue Spiele geben oder so GTA oder so Far Cry oder neue Games, so Demos. Und Free Games, die es gibt halt, die werde ich dann zeigen. Und ab 22 bis 0 Uhr wird es dann wieder horrormäßig werden. Das heißt, es kommen natürlich viele Horror-Games. Es kommt Slender The Arrival, kommt, es kommt The Grave, es kommt Outlast 2 wahrscheinlich nächstes Jahr. Es kommt The Forest, kommt, da freue ich mich sehr drauf. Es kommt DayZ, kommt H1, Z1. Es kommen so viele tolle Sachen, ja, nächstes Jahr. Worauf ich mich ja auch freue, meine Liste steht ja quasi schon für nächstes Jahr, was ich an Spiele vorbestelle oder bestellt habe schon. Das ist einmal Bloodborne. Ich bin da eigentlich gar nicht so ein Typ, so Fantasy-Rollenspiel-mäßig, aber Bloodborne ist ja eher so die Richtung so Geisterwelt und so Mutanten und sowas. Ja, das ist vorbestellt, Project Cars ist vorbestellt, Dying Light, The Division ist vorbestellt. Das sind so meine Games für nächstes Jahr schon mal. Und wir werden natürlich auch definitiv Überraschungen erwarten dürfen für nächstes Jahr. Worauf ich mich sehr freue, ihr und euch natürlich auch. Alter, was macht ihr da? Destruction Derby? Monster Truck gegen Auto? Wer da wird da wohl gewinnen? Ich gebe mal ein kurzes Urteil ab. Soll ich vielleicht Chiri spielen? Ich stelle mich einfach draußen hin. Aber dann habe ich Angst, da werde ich überfahren. Ich finde aber auch, dass das so... Wenn wir mal das letzte Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen, also 2014, finde ich, ist das letzte Jahr an Spielen doch ganz schön bugbesessen gewesen. Ja, also das letzte Jahr war das Jahr der Verschiebungen und das Jahr der Bugs in Spielen, finde ich. Weil wenn man mal überlegt, die ganzen Ubisoft-Spiele, ja, Assassin's Creed gab es viele Probleme, The Crew gab es viele. Ja. Prost. Hm? Alles klar. Jo, cool. Geil. Geil. Du Sau. So. Jo. Nein, aber wie gesagt, letztes Jahr war halt, wie gesagt, so das Spielemäßig. Ich meine, es gab echt coole Kracher. Ja, also wie gesagt, hier GTA kam natürlich und Assassin's Creed Unity ist trotzdem ein tolles Spiel, aus, wenn es viele Bugs hatte und alles. Es war aber halt das Jahr so auch der Verschiebungen, wo viele Games, zum Beispiel The Crew, wurde auch verschoben. Es war ja angekündigt für den zweiten, war das, nee, Moment. Es war angekündigt für den November und dann wurde es verschoben auf den Dezember. Dann hatten wir, was war das noch gewesen? Da war noch ein Spiel, was auch verschoben worden. Dying Light wurde auch verschoben auf nächstes Jahr. Division wurde auch schon zweimal verschoben. Das sind viele Sachen, die, ja, das Verschiebungsjahr nennen wir das mal. Und das Bugjahr. Ja. Und
Ich finde auch zum Beispiel, finde ich ein bisschen schade. Ich meine, ich freue mich natürlich drauf, auf The Forest. Bin ich ganz ehrlich. The Forest ist ein sehr, sehr geiles Spiel, weil man kann es zusammenspielen. So diesen Überlebensmodus und alles. Und, aber warum muss man ein Spiel für die Konsolen ankündigen, wenn es noch gar nicht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Weil sollen sie doch erstmal auf dem PC das vernünftig hinbekommen, vernünftig zum Laufen bringen, weil es hat ja noch sehr, sehr viele Bugs. Also wenn ich so Let's Plays gucke und alles, ist ja noch sehr. Ich meine, die tun was, ja, für das Spiel, das bestreite ich nicht. Aber warum muss ich ein Spiel ankündigen, was noch total in einer Pre-Alpha-Phase ist, für die Konsolen ankündigen? Das ist mir ein Rätsel. Ja? Ich meine, DayZ kann man sich drüber streiten. Ja, läuft ja auch noch nicht 100 Pro. Ist auch schon angekündigt. Ich meine, ist immer geil. Konsolenankündigungen sind immer gut. Ich bin mal gespannt, ob wir auch nächstes Jahr endlich die Genugtuung bekommen, was Projekt Morpheus angeht. Und was es kostet und wann es angekündigt wird. Wann der Release ist von Projekt Morpheus. Ich meine, die Leute, die im Stream sind, werden natürlich wissen, was Projekt Morpheus ist. Für die, die es nicht wissen, das ist diese Brille von Sony, wo man halt Virtual Reality-mäßig halt im Spiel eintauchen kann. Das ist auch so ein Highlight fürs nächste Jahr, wo ich mich sehr darauf freue. Bin echt mal gespannt, was auf E3 so angekündigt wird. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, mein Gott, da freue ich mich drauf. Ihr könnt ja gerne mal selber mal sagen, worauf ihr euch nächstes Jahr so freut, auch an Games-mäßig. Und mein Gott, ich blabbel, blubbel und blubbel und erzähle jetzt hier schon die ganze Zeit. Das ist unglaublich. Aber das musste mal gesagt werden, auch Let's Play Live. Achso, worauf ich hinaus wollte eigentlich, und ich bin total abgeschweift. Worauf ich eigentlich heute Abend hinaus wollte, hier Silvestergala. Und zwar, ich war lange am Überlegen, ob ich diesen Abend heute eigentlich mache. Das sage ich jetzt einfach so, das stimmt. Ich war. Nein, ich wollte gar nicht aussteigen. Nein! Au, au, au! Entschuldigung, ich komme wieder. Ich war echt lange am Überlegen, ob ich es wirklich. Hallo? Ich wollte eigentlich einsteigen, aber irgendwie. Naja, ist ja egal. Ich war echt lange am Überlegen, ob ich diesen Abend wirklich mache hier, die Silvestergala. Denn, weil man muss überlegen, ich sitze natürlich alleine hier mit euch, in Anführungsstrichen, mit euch virtuell, quasi digital übertragen, bin ich mit euch hier zusammen Silvester am Feiern. Finde ich schön. Gibt nichts. Es ist echt ein toller Abend. Ich habe einen tollen Abend hier mit euch. Streite ich auch nicht. Aber ich habe echt dann so überlegt, ach, warum machst du das eigentlich? Mein Gott, es werden eh nicht so viele kommen und. Ich war echt am Überlegen, ach komm, weißt du was, schreib per Facebook, ich lasse es ausfallen und mach was anderes, geh lieber raus und hast du echt mal verdient. Aber hab gedacht, nee, ich bin für die Community da und mach das. Das war so mein Gedanke. Und hab dann gesagt, wenn es unter 10 Zuschauer sind, dann mache ich nicht lange. Dann mache ich vielleicht bis 12 und dann ist Ende. Das ist einfach so. Und deswegen, also. Ihr könnt euch gepriesen sein, ja, oder ihr könnt echt euch dankbar schätzen, dass ich das heute mache. Klingt es ein bisschen doof. Das klingt so ein bisschen so gezwungen, klingt das gerade. Oh ja, guck mal, der Assi. Guck mal, der macht das nur wegen uns. Weil wir Affen doch hier geblieben sind, zu Hause mit dem Arsch, anstatt wir jetzt beim Kumpel saufen sein können. Nein, das war auch Bam Bam Let's Play Minecraft. Das werdet ihr sehen. Ich habe nämlich ein Let's Play Minecraft, wo ich sehr, sehr viel diskutiere, philosophiere über ein gewisses Thema, wo auch so ein bisschen, das ein bisschen doof klingt mit den Videos, wo ich so sage, ja, eigentlich habe ich nicht die Zeit dafür für Let's Play Videos. Das klingt auch so, als würde ich das aus Zwang machen. Aber ich hasse das, Let's Plays Videos oder so Stream aus Zwang zu machen. Das klingt so ein bisschen so, als würde sie, ja, ich kloppe die Videos raus und fertig, die müssen da sein. Das will ich damit gar nicht sagen. Ich will einfach sagen, dass ich halt nicht wie große YouTuber nicht nur das mache, sondern ich mache ja nebenbei noch was anderes. Das ist ja, ich habe ja noch ein Real Life, was, ne? Und das ist einfach, ich habe nebenbei sehr, sehr viele andere Sachen zu tun. Ich habe Familie, also jetzt nicht meine, sondern meine Eltern, die ich sehr, sehr auch unterstütze und immer da bin und
Und auch arbeitstechnisch, ich bin ja auch am Arbeiten zwischendurch, jetzt momentan natürlich nicht, aber das ist einfach ein Leben, was ich habe, was Let's Player nicht haben. Let's Player haben, ja gut, einen geregelten Ablauf ist auch Quatsch, die arbeiten auch. Das, viele sagen jetzt, ja, arbeiten, das nennt man arbeiten, ich zock einfach mal ein bisschen und nehme ein Video auf und quatsch ein bisschen. Das finde ich ein bisschen ungerecht, wenn man sowas sagt. Die sollen mal richtig arbeiten gehen. Was ist denn wirklich richtiges Arbeiten? Ich meine, dass sie klar nicht im Stahlwerk knüppeln, das ist klar, die Let's Player. Oder dass sie als Kfz-Mechaniker unter den Autos rumschrauben, das ist logisch. Aber nehmen wir mal so einen Typ, der im Büro arbeitet. Ja, der fährt morgens zur Arbeit. Gut, das spart sich der Let's Player, weil er es von zu Hause macht. Das habe ich übrigens im Let's Play Minecraft auch diskutiert. Ja, aber der Typ, der im Büro sitzt, der sitzt dann da vor seinem Rechner und macht dann seine Steuererklärung oder sonst irgendwas und sitzt am Rechner. Let's Player sitzt da auch und macht sein Ding. Ja, oder zum Beispiel bei XY Supermarktkette an der Kasse sitzen. Sitzt auch da und tippt die Sachen ein. Ich meine, gut, der muss keine Regale einräumen, der Let's Player. Aber ich finde es immer so ein bisschen ungerecht, wenn man sagt, ja, soll mal arbeiten gehen. Ja? Dito, sonst müsste ich mich rausbewegen. Achso. AKA Zigeuner rum. Hallo, Angel Rock, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich sag schon mal einen schönen guten Rutsch und alle einen ganzen Chat. Wer war das denn gewesen? Ich konnte es gar nicht lesen. Ich hab's verpasst, weil ich so am Diskutieren war. Nein, aber ich finde, wenn man ein großer Let's Player ist, hat man. Ja, große Verantwortung würde ich jetzt nicht behaupten, aber man hat, glaube ich, einen stressigen Alltag. So was Video, weil wenn man so ein Let's Player in so einem Netzwerk ist, weil man hat ja momentan viel diese Geschichte da gehört mit diesem großen Let's Player, der aufgehört hat, weil er da diesen angeblichen Knebelvertrag da hatte beim Netzwerk. Finde ich doch, wenn man von so einem Netzwerk kriegt man doch wahrscheinlich so eine Vorgabe, wie zum Beispiel bei uns war das auch gewesen. Ich komme ja so ein bisschen aus der Musikbranche, ich hatte ja auch einen Plattenvertrag gehabt und da ist es ja auch mittlerweile schon so, da gibt es ja schon so kleine Plattenlabels, wo man halt vorab so gesagt bekommt, pass auf, du musst jetzt für nächsten Monat drei Platten raushauen. Das heißt, du hast schon einen gewissen Druck und das wird wahrscheinlich bei den Netzwerken auch sein, die sagen, pass auf, 10 Videos pro Tag musst du haben. Ja, das ist ja schon, ist jetzt grob geschätzt. Das ist ja schon so ein gewisser Leistungsdruck, den du da bekommst. Und da kann ich mir vorstellen, als großer Let's Player hast du da echt schon so einen gewissen Druck. Da macht das Spielen schon zwar noch Spaß, aber nicht mehr so, als wenn du jetzt hier so spielen würdest. Ja? Hab endlich ein Follow dagelassen. Ja, dankeschön, Angel Rock. Aber das, ich finde, dass man das so sehen, also meine Meinung ist das, dass man das so sieht. Wie ihr das seht, weiß ich nicht. Könnt ihr ja gerne mal so eure Meinung kundtun. Aber ich finde, ich merke das auch selber, wenn ich Let's Plays Videos mache oder wenn ich dieses Spielen zusammen mit Freunden wird immer weniger. Das sehen viele gar nicht. Viele denken ja auch, ja, man nimmt ein paar Videos auf und dann lädt er das hoch und fertig. Das ist einfach diese Zeit, wie man früher hat, so das gemeinsame Rumspielen mit Quatschen, Freunden und so einen Abend für sich genießen, so mit Freunden, das wird immer weniger dann. Und das muss man sich bewusst sein, wenn man sowas macht, würde ich jetzt sagen. Ja, das merke ich auch selber. Wenn ich Videos aufnehme, muss ich halt für mich die Ruhe haben, weil ich will jetzt einfach nicht nur ein Video rausprügeln. Das mache ich nicht. Zum Beispiel auch bei Minecraft oder bei Never Alone oder bei Evil Within damals. Das oder bei Metro, das ist einfach, ich brauche dann die Zeit, um mich auf das Spiel zu konzentrieren, um mich auf das Let's Play zu konzentrieren, um halt ein vernünftiges Video zu sagen, zu machen. Zu sagen ist auch geil, zu machen. Ne? Und das ist einfach nicht nur nicht mehr dieses Gaming ist ja auch nicht mehr so eine Randgruppe, wie es früher war. Früher war immer, ey Gaming, du bist voll das verpickelte Gesicht. Ja, das war früher so, aber heutzutage ist es nicht mehr so. Gaming wird mittlerweile nicht mehr so als Randgruppe. Ich glaube ich würde sagen, so in 5 bis 10 Jahren wird Gaming so akzeptiert. Das ist einfach so. Das ist als Gaming einfach Standard, weil, guck mal, spielen tut heute mittlerweile eigentlich jeder. Ob das jemand, der im Büro sitzt, der bei XY Supermarktkette an der Kasse sitzt, ob einer im Stahlwerk arbeitet. Es gibt so viele Leute, die
zwischendurch mal eine Runde zocken. Zwar vielleicht nicht so intensiv wie wir, ja, oder wie du und ich, ja, und du da oben, ja. Aber es ist einfach so, es etabliert sich halt mittlerweile in der Generation so. Na, und es ist nicht mehr so angesehen als... Das war ja wohl mal gar nichts. Guck mal, er macht ja sogar die Schranke auf. Ein Riesenmonster-Truck kommt durch den Maschendrahtzaun nicht durch. Das gibt's doch gar nicht. Na toll. Er macht ja sogar die Schranke auf. Aber ich find's cool, dass er... ich find's gut, dass der Monster-Truck sogar eine Deutschland-Flagge hat. Monster-Truck müssen wir fahren. Ja, so. Prost zusammen. Bitte? Ja. Jetzt habe ich so viel geblubbelt und guck gerade auf die Uhr. Wir haben noch circa eine halbe Stunde. Das ist unglaublich. Wir haben echt noch eine halbe Stunde und dann ist es schon soweit. Unglaublich, aber wahr. Ich würde sagen, wir treffen uns dann am Santa Monica Pier. Um 12 Uhr. Also, wir jetzt hier. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich hoffe, ich glaube nicht, dass hier irgendwas passieren wird von Rockstar-mäßig, dass hier irgendwie auf einmal ein Ladebildschirm kommt und dann, hey, das wird nicht passieren, glaube ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir auf einem öffentlichen Server sind, könnte ich mir echt vorstellen, dass alle Leute da echt so einen Silvesterkracher schießen würden. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Um 12 Uhr. Du bist da, ja, ich höre dich. Aber das war ja auch ein Patch, ne? Da müssen sich die Leute erstmal vielleicht noch einen Patch runterladen, oder? Meinst du nicht? Das... Also ich kann mir das echt... Und das kann natürlich sein. Dass dann irgendwann ab 12 Uhr auf einmal alles stillsteht. Alle Figuren, alle NPCs bleiben stehen. Polizei bleibt stehen. Und... Der ganze Himmel ist voller Feuerwerk. Das war natürlich echt Bombe. Aber ich glaube da nicht dran, also... Eben. In Amerika zum Beispiel, ne? Ja. Das ist das. Naja, wie gesagt, wir mussten einfach mal drüber geredet haben. Das ist einfach so. Dass das musste mal gesagt werden. Und das, wie gesagt, im Let's Play Minecraft habe ich das auch mal angesprochen. Könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Das wird, glaube ich, am 10. Januar irgendwann erscheinen, das Video. Ist noch ein bisschen hin. Bis dahin. Ich glaube, das funktioniert nicht, das, was du dir da vorstellst, wie das geht. So. Ja, unglaublich, aber wahr. Mein Gott, Silvestergala. Wir neigen uns so langsam dem Ende auch schon zu, denn wir gehen ja auf 12 Uhr zu. Halbe Stunde noch circa. Und, ich glaube also, wenn ich so aus der Resonanz jetzt mal so ein bisschen so Rückschlüsse ziehe... Was wir jetzt an diesem Abend so alles erlebt haben. Wir haben Bleigießen gemacht. Wir haben hier Tischfeuerwerk gemacht. Oder ich zumindest. Und so ein bisschen Revue passieren lasse. Was so passiert ist. Und ob ich mir jetzt einen Kopf drüber mache, ob das nächstes Jahr nochmal so sein wird. Würde ich jetzt aus der Resonanz, würde ich jetzt erstmal sagen, also nächstes Jahr wird es, glaube ich, nicht eine Silvestergala geben. Weil einfach zu wenig los ist. Soll jetzt nicht heißen, ey, du Arschloch! Du Assi! Nein, einfach, erstens, weiß ich nicht, also für euch ist es wahrscheinlich interessant, für die da sind, ey, geil. Ja, aber ist mir, für mich persönlich ist es zu wenig. Ja, so 14 Leute, ich meine, die da sind, echt mal, freue ich mich drüber. Ja, oder 15 Leute jetzt, ey, freue ich mich drüber, dass ihr alle da seid, welcome. Auch die in der Party sind und so, das freue ich mich sehr drüber. Ja, dass ich da nicht so ganz alleine bin. Ich habe keine Freunde. Aber so, ich glaube, gut, vielleicht mit diesen Weihnachtsvideos, das wird wahrscheinlich vielleicht nochmal kommen, das auf jeden Fall, das denke ich mal, weil ja die Resonanz eigentlich relativ hoch war. Also die Videos haben so im Schnitt so 30 bis 40 Klicks gehabt. Sehr geil. Ob sie alle natürlich durchgeguckt worden sind, das weiß ich natürlich. Man sieht da nur die Klicks. Aber so ein Silvester-Stream, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Also,
weiß ich nicht. Also ich finde es ein bisschen, ist ein bisschen hochgegriffen, wenn ich jetzt sage, ich hätte mir echt so 30 Zuschauer gewünscht. Ja. Aber gut, viele sind natürlich selber feiern an Silvester, das weiß ich natürlich. Es wird wahrscheinlich auch Streams geben hier auf der PlayStation, die natürlich weit mehr Zuschauer haben wie ich. Die vielleicht was anderes machen, die vielleicht Playroom streamen, die vielleicht die Bude voll haben über Ustream. Aber das Problem, ich hatte es auch erst gedacht, dass ich es mache. Aber das Problem ist, ich habe bei Ustream immer das Problem, dass ich halt einen Blackscreen habe. Und das möchte ich euch nicht zumuten, dass ihr dann einen schwarzen Bildschirm habt und mich nur hört. Es reicht ja schon, wenn ihr mich seht und hört. Ja. Und, nein, also, seid mir nicht böse drum, wenn ich jetzt sage, also nächstes Jahr glaube ich nicht, dass da nochmal ein Silvester-Stream geben wird. Dürfte mich nicht böse drum sein. Erstmal Prost zusammen. Liegt ja immer noch in meiner Entscheidung. So. Ja, auf den Punkt genau, halbe Stunde noch. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Ja. Ich mache jetzt so, ich würde sagen, wir machen sowieso nochmal eine kleine, klitzekleine Pause. Und dann, würde ich sagen, geht's auf ins Finale heute in der Silvestergala. Ja, also dann bewegen wir uns ganz stark auf 12 Uhr zu und dann das große Finale hier. Ja, ich würde sagen, ihr geht nochmal alle schnell Pipi machen und Pupu machen. Holt euch noch ein Bier, noch ein Sektchen am Mann. Und dann, hoppala. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir den Silence wahrscheinlich dann gleich zum Santa Monica Pier fährt. Ja. Bis gleich dann. Tschüss.